Ubisoft. Fnatic Studio Alpha. Es gab Zeiten, bessere Zeiten, als unser Volk glücklich und hochmütig seinem Schicksal entgegensah. Wir fürchteten nichts, denn wir ahnten nicht, wie einsam wir sein konnten. Zu jener Zeit waren unsere Frauen unser Ein und Alles, unser ganzes Leben, die Sonnen, um die sich unser Leben drehte. Wir lachten viel und gern und waren gerühmt für unsere rauschenden Feste. Die Kochkünste unserer Frauen waren legendär. Und nicht nur diese. Doch dann waren sie weg. Von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden und unser Land versank in Chaos. Denn dies war nur der Anfang. Es kamen schreckliche Dürren. Das Vieh verdurstete auf den Feldern. Gigantische Heuschreckenschwärme machten sich über die kargen Reste der Ernte her. Die Erde bebte. Der Zorn der Götter entlud sich in einem Inferno aus Feuer und Rauch. In unserer Verzweiflung wandten wir uns ratsuchend an einen gallischen Seher, der auf dem Weg zu einer okkultischen Konferenz in unserem Dorf Rast machte. In seinen Visionen sah er Reichtum, Frauen und eine große Reise, die uns bis ans Ende der Welt führen würde. Seinem Rat folgend stellten wir eine Expedition zusammen. Ich wurde auserwählt, das Kommando über die Flotte von zwei Schiffen zu übernehmen. Schon tags darauf stachen wir in See. Doch, wie nicht anders zu erwarten, wurden unsere Schiffe in einem schweren Sturm zum Opfer der gefräßigen, alles verschlingenden Wellen. Dies sollte erst der Beginn einer Odyssee sein, von der später nicht nur die nächste Generation erzählen würde. Was für ein Wortwitz, die nächste Generation. Und damit herzlich willkommen zu Die Siedler 2, die nächste Generation. Mit mir, CJ von Ulje Gaming. Ja, wie soll ich es eigentlich nennen? Ich überlege gerade noch. Ich denke aber, ein Let's Retro ist eigentlich angesagt. Denn Die Siedler 2, die nächste Generation, ist ja so ein HD-Remaster quasi von 2008. Und selbst das ist schon wieder 7 Jahre her. Wir haben ja gerade Mai 2015. Und das Original Siedler 2 ist ja von 1996, damals noch von Blue Byte ohne Ubisoft. Ja, und es ist eigentlich ein absoluter Klassiker im Aufbaustrategie-Genre. Es hat mich damals so gefesselt, im Grunde schon zweimal, 96 und ja, Moment, ich klicke mal ganz kurz voran. Spielan und einmal 2011, da habe ich das schon mal durchgespielt, also es ist jetzt mittlerweile schon wieder 4 Jahre her. Das heißt, im Grunde ist es schon wieder fast blind, was ich hier spielen werde. Und ja, was soll ich noch so groß sagen? Ich denke, wir fangen einfach mal an, ne? Und schauen, was uns das erste Level bringt. Das einzige Problem ist, dass ich die Speicherstände von damals noch habe, obwohl ich gar nicht weiß, warum ich sie noch habe. Denn ich habe seitdem einen neuen PC. Schon anderthalb neue PCs, wenn man es genau nimmt. Aber ich könnte trotzdem hier überall hin. Aber natürlich fangen wir von Level 1 an. So, und lassen wir es doch einfach mal an. Der zweite Aufbruch. Nach zahlreichen Tagen im Auge des Sturmes hatten wir jegliche Orientierung verloren. Die tückisch aufbrausenden Wellen ließen uns auf Legerwall geraten. Dadurch zerbarst der Schiffsrumpf und gab seinen Inhalt einige Meilen vor dem rettenden Ufer frei. Wir konnten von Glück sagen, dass wir nahezu vollzählig den Sturm und den Aufschlag überlebten und noch genug Kraft fanden, zum Ufer zu schwimmen. Landratten hatten ohnehin nichts auf hoher See verloren. Na, da hat er natürlich recht. Seltsam. Alles schien so vertraut. Die Flora und Fauna hier glich sehr unserer Heimat.
und ich hätte schwören können, wir wären weit vom Kurs abgekommen. Nun, es galt, unser Überleben zu sichern und die Insel zu erkunden. Die angeschwemmten Güter aus dem Schiff würden uns vorerst eine große Hilfe sein. Na dann wollen wir doch mal schauen, ob uns das auch wirklich so eine große Hilfe ist. Ja, und was ich gerade Tolles sehe, ist, dass meine Aufnahmesoftware so vollkommen im Weg oben links ist, dass ich die ganzen Statusnachrichten... Wobei ich gerade noch festgestellt habe, es gibt überhaupt kein mehr Plural von Status, also nicht sowas wie Stati oder Statusse, sondern es ist einfach Status, Status-Nachrichten. Also, war ich schon ganz richtig. Okay, zurück, back to the roots, sage ich mal. Oben links ist gerade meine Aufnahmesoftware und das heißt, ich muss mal ganz kurz beenden und sie woanders hinschicken, am besten oben rechts oder sowas, damit ich auch alles lesen kann, was da ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe die Anzeige immer ganz schnell von oben links nach oben rechts verfrachtet. Und jetzt können wir uns ungehindert mal dem ersten Level von Siedler 2, die nächste Generation, widmen. Okay, soweit ich weiß, wenn man Leertaste drückt, konnte man alles sehen, was man bauen kann. Und grundlegend braucht man erstmal Holz und Stein, um sich zu versorgen. Und guck mal, M ist die Map. Ah, sehr gut. Hier oben sehen wir also schon das Tor, wo wir hin müssen. Also bei Siedler geht es ja immer daran, wie ihr ja gerade schon im Vorspann gehört habt, müssen unsere Frauen wiederfinden. Und dazu müssen wir von Welt zu Welt reisen, um die zu finden. Und dazu müssen wir bestimmte Tore benutzen, damit wir weiterkommen. Level 1 ist nur so ein Einführungslevel. Keine Gegner. Ab 2 geht es dann mit Gegnern los. Aber dazu später. Okay, und wie wir hier sehen können, haben wir hier große Gebäude, kleine Gebäude und mittlere Gebäude. Und jetzt versuche ich erstmal hier ein kleines Gebäude zu bauen. Und zwar möchte ich hier erstmal eine Holzfällerhütte haben. Eine Holzfällerhütte. Und hier möchte ich bitte noch eine Holzfällerhütte haben. Und was möchte ich sonst noch haben? Hier möchte ich ein Forsthaus haben. Ich meine, wenn wir es abholzen, müssen wir ja auch erstmal wieder irgendwas aufbauen, ne? Gut, dann wechseln wir mal hier mit dem Reiter aufs mittlere Gebäude. Und zwar, dann brauchen wir noch ein Sägewerk, damit das irgendwie mal verarbeitet wird. So. Und jetzt können wir natürlich Straße bauen, Fahne abreißen möchte ich nicht, dann wäre das Gebäude weg. Wir können auf einer Fahne einen Erkunder aussenden oder einen Geologen. Dazu aber erstmal später. Erstmal möchte ich mal eine Straße bauen. So, das können wir auf verschiedene Art und Weise machen. Erstmal manuell, indem wir hier immer auf diese grünen Punkte klicken. Was hier gerade nur einer ist, wenn wir jetzt hier eine Straße bauen würden, dann wären da mehr. Also bauen wir erstmal kurz eine manuell. Dann sieht das so aus. Oder wir klicken gleich auf die nächste Fahne. Dann sieht das so aus. Was ich dauerhaft machen werde, weil es einfach einfacher ist. Bis auf verschiedene Sachen, da können wir das dann manuell machen, weil es nicht einfacher ist, aber weil es sinnvoller ist. Okay, dann hätten wir unsere Holzproduktion fürs Erste gesicherte. Dann, hier könnten wir ein großes Gebäude machen. Da könnten wir im Moment nur einen Bauernhof. Den brauchen wir aber nicht. Hier möchte ich erstmal einen Steinbruch haben. Vielleicht auch zwei. Gut. Das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. Dann müssen wir, um an das Tor zu kommen, natürlich ein wenig expandieren. Gut, wir wissen jetzt natürlich, das Tor ist hier oben. Aber ich möchte mal gucken, was hier unten ist. Das heißt, hier unten baue ich erstmal eine Baracke hin. Und hier ist so viel freies Land, da können wir eigentlich erstmal für nichts einen Bauernhof hinbauen. Bauernhof. Okay, anschließend. So, und wenn wir längere Wege haben, wie wir hier gerade sehen, dann haben wir hier noch so Fahnen zwischen. Die sollten wir auch unbedingt bauen. Umso schneller geht nämlich das Transportieren von Waren. So, und jetzt muss ich hier natürlich nochmal anschließen. Und mehr sollten wir um diesen Bauernhof auch möglichst erstmal nicht bauen, damit er genug Felder hat. Weil wenn wir jetzt hier noch überall Häuser hinbauen würden, dann hätte er nicht genug Felder und der Bauernhof wäre vollkommen für den Arsch. Gut, dann möchte ich hier oben erstmal noch eine Baracke haben. Okay, die schließen wir erstmal nicht an, weil ich noch nicht genau weiß, was ich dazwischen alles haben möchte. Dann der Bauernhof.
baut Weizen an. Das müssen wir dann sicherlich irgendwie verarbeiten. Dafür brauchen wir erstmal natürlich eine Mühle. Wir haben, achso, eine Nachricht. Ich wollte gerade sagen, ein automatischer Speicher nach 10 Minuten. Na gut. Vollkommen gut. So, oho, Gebäude errichtet, Holzfällerhütte. Yeah, die hier. Kein Arbeiter im Gebäude. Na, da wird doch bestimmt, ich wollte gerade sagen, da wird doch bestimmt bald ein Holzfäller rauskommen, ne? Das Geile ist ja bei dieser HD-Edition, kann man relativ weit weg zoomen, aber auch ziemlich nah ran. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Badam, ist er drin. Aber zu dieser Zoom-Funktion komme ich später noch zurück. Erstmal möchte ich natürlich mich hier weiter ausbauen. So, die Mühle haben wir. Die Mühle wird das Korn mahlen und dann haben wir Mehl. Und dann bauen wir mit Sicherheit noch eine Bäckerei. Und für diese Bäckerei brauchen wir bestimmt noch ein Brunnen, genau, um ein bisschen Wasser zu haben. Okay, ihr seht, so ganz ahnungslos, wie das alles noch funktioniert, bin ich, na, zum Glück nicht. Das ist die Frage, kann ich mich hier durchschlängeln? Jawohl, das geht noch. Sehr gut, dann können wir das hier alles mal anschließen und das anschließen und hier noch eine Fahne bauen. Okay, dann hätten wir unsere Grundsachen erstmal gesichert. Dann möchte ich hier aber noch ein Jagdhaus hin haben, denn wie wir hier sehen können, haben wir ein bisschen Wild hier und Essen ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. So, können wir gerade. Können wir das irgendwo anschließen? Nee. Können wir gerade noch nicht anschließen. Das heißt, wir warten erstmal, bis die Baracke fertig ist. Und dann können wir das bestimmt anschließen. Gut, dann gehen wir auch gleich schon. Oh, wir haben hier alle Nachrichten nach anderen. Steinbruch fertig, Holzfäller, Forsthaus, Steinbruch, Baracke. Oh, Baracke ist fertig. Barack Obama. Das ist eigentlich so ein dämlichen Scherz von Nine Gag. Und da hat er doch tatsächlich eine geschrieben. Ich weiß nicht, wie der Präsident heißt. Barack Obama, also Baracko und dann Bama, so wie die Bama-Ersatzkasse in Deutschland. Also das ist zwar schon echt ein bisschen peinlich und hat auch echt für ein paar Lacher im Internet gesorgt. So, sehr gut. Wir haben unser Territorium erweitert. Militärgebäude besetzte Baracke. Und das heißt, hier haben wir natürlich einen See. Das heißt, wir können hier erstmal eine Fischerhütte bauen und das machen wir auch gleich. Gut, hier haben wir natürlich noch sehr viel Platz für ein oder zwei Bauernhöfe, aber die bauen wir erstmal nicht. Denn als nächstes möchte ich euch die Berge vorstellen. Dies sind die Berge. Willkommen, Berge. Berge sagt Hallo zu unseren Zuschauern. Nein, natürlich so nicht. Bei den Bergen gibt es natürlich Erz, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Das heißt, ich baue jetzt hier erstmal eine Fahne hin. Und die Fahne schließe ich dann bitte hier an den Weg an. Und wie ich eben schon erzählt habe, kann man natürlich Erkunder und Geologen aussenden. Hier sende ich erstmal zwei Geologen hin, damit sie hier mal gucken, was wir genau für Erze hier haben. Es gibt Eisen, es gibt Kohle, es gibt Granit und es gibt Gold, soweit ich weiß. Und gucken, was wir hier haben. Oh, Brunnen wurde errichtet, sehr schön. So, und damit uns nicht ganz so langweilig wird, kann man das Spiel auch schneller machen. Jetzt geht's los. V. Jawohl, V läuft. Oh, oben rechts. Na, wie scheiße. Okay, zweifach. Was steht da? Dreifach? Zweifach und dreifach. Fangen wir erstmal mit zweifach an. So, jetzt habe ich natürlich gerade meine Aufnahmesoftware von oben links nach oben rechts verschoben. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wie schnell das ist. Kann ich nur erraten. Okay, manchmal ist das auch ziemlich nervig, dass alles angezeigt wird. Dann drücken wir einfach Leertaste, Space und schon ist es weg. Gut, da wir gerade ein Geologe hat Kohle gefunden. Kohle. Sehr schön. So, aber da wir gerade so ein bisschen Zeit haben, betrachten wir, wen betrachten wir denn mal? Ah ja, da hier kommt gerade ein Holzfäller. Den betrachten wir mal. Oh, Militärgebäude besetzt. Aha. Der legt hier gerade das Holz an der Fahne ab und das wird erstmal weiter transportiert. Die Frage, ob das gleich ins Sägewerk reingeht. Ja, es geht gleich ins Sägewerk rein. Vom Sägewerk wird es dann hier rein ins Hauptquartier gehen und dann zur Benutzung freigegeben. Gut. Oh, Granit wurde auch gefunden. Wo wurde das denn gefunden? Auch hier oben.
So, dann können wir jetzt eigentlich gleich mal schauen und schon mal vorsorglich ein paar Kohlebergwerke bauen. Kohle. So, hier baue ich mal ein Granitbergwerk hin, aber... Oh, da habe ich ein Eisenbergwerk hingebaut. Abreißen geht auf vielerlei Art und Weisen. Und zwar entweder, wenn man die Fahne hier abreißt. Oder man kann auch einfach hier abreißen. Bau abbrechen. Ja, boom. Gut, aber ich baue das Granitbergwerk schon mal hin. Anschließend habe ich jetzt gerade eigentlich noch nicht vor. Denn in der Regel braucht man Granitbergwerke nicht bis sehr selten. Weil man benutzt halt immer den Stein, den man hier hat. Au, hier haben wir noch ein Erzvorkommen. Ah, jetzt können wir das Jagdhaus auch endlich anschließen. Ihr seht, manchmal ist es sinnvoller, Wege selbst zu bauen. Jetzt zum Beispiel. Bam. Fertig. Okay, dann können wir hier nochmal einen Geologen aussenden. Mal gucken, was wir hier so haben. Und natürlich expandieren wir sofort weiter. Zusammen mit einem Jagdhaus. Sehr schön. Und dann gucken wir doch gleich mal, wo wir sind. Hier sind wir. Hier ist das Tor. Schauen wir uns doch mal an, wie das Kohlebergwerk gebaut wird. Also ihr müsst euch natürlich so vorstellen, so wird jedes Kohlebergwerk einfach gebaut, ne? Es geht einfach so polygonhaft nach oben, bis es fertig ist. Natürlich auch schön hier mit Kohlebestandteilen, was auch sonst. So, kein Arbeiter im Gebäude. Wo das hier gerade steht, möchte ich doch gerade mal in unser Hauptgebäude gucken. Hier sehen wir nämlich alles, was wir noch so auf Lager haben. Also 27 Baumstämme, 8 Bretter, 75 Steine. Natürlich noch ein bisschen Essen. Schinken, der würde zum einen durch das Jagdhaus, zum anderen durch eine Schweinezucht, die später noch kommt, produziert. Und natürlich Fische durch eine Fischerhütte. Kohle haben wir noch und so ein paar Werkzeuge. Die Werkzeuge werden dann in spezielle Arbeiter umgewandelt, wenn wir es brauchen. Oh, oh, oh. Eisenerz gefunden. Sehr schön. So, und hier sehen wir die einzelnen Berufe, die wir noch haben. Zum Beispiel zwei Erkunder. Was ich euch aber unbedingt noch zeigen wollte, ist diese Riege hier unten. Natürlich, wir haben noch 8 Transportesel. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Das kann ich nicht an mir vorbeigehen lassen. Nein, Scherz beiseite. Das hier sind unsere Armeen, die wir quasi noch auf Halde haben. Gebäude richtig Kohlewerk. So, wir haben noch 89 Gefreite. Und diese können wir natürlich bis zu Generälen weiterbilden. Indem wir Gold an, beziehungsweise eine Münzprägerei bauen und damit Gold in die Baracken verteilen. Und dann steigen die langsam aber sicher auf. Bis zu Generälen und können dann natürlich auch besser kämpfen. Aber dazu werde ich noch einiges erklären, wenn es dann mal soweit sein sollte. Im Level 1 wird das noch nicht so ganz der Fall sein. Oh, Militärgebäude besetzt. Ihr habt schon die verschiedenen Sounds natürlich gehört. So ganz normale sind... So wie Gebäude errichtet Jagdhaus und Militärgebäude besetzt ist... Okay, ich will aber vorsorglich hier schon mal ein paar Eisenbergwerke hinbauen. Und sie auch gleich mal nicht anschließen. So, bauen. Wo ist denn hier die blöde Fahne? Da. Das erkennt man manchmal nicht so wirklich toll. Die Fahnen auf einem Stein. Okay, die Fischerhütte hier mit 75%. Oh, der hat gerade Stein abgehauen. Das heißt, hier kann man nochmal eine sehr schöne Fischerhütte hinbauen. Gut. Nahtlos geht's weiter, Gentor. Noch ziemlich einsilbig, zumindest in dem Level noch. So, hier könnte man natürlich unsere Produktion weiter ausweiten. Holz und eventuell Bauernhöfe, Sägewerk. In der Regel ist das aber noch gar nicht nötig. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal auf dreifache Geschwindigkeit. Auf Mobsgeschwindigkeit. Mobsgeschwindigkeit ist aus, wir haben einen Marderschaden. War das überhaupt richtig? Ich glaube schon.
unglaubliche Geschwindigkeit. Wenn ich denn hier nur von Arschlöchern umgeben? Sir, ja, Sir. Colonel Sandfurz und Lord Helmchen. Na, welcher Film? Natürlich, Spaceballs. Hättet ihr natürlich sofort gewusst. Mit der riesen Weltraumputze, sag ich nur. Legendär, der Spruch. Und das andere war natürlich Mopsgeschwindigkeit. War natürlich Traumschiff-Surprise mit Michael Bulli Herbig. Ja, Deutsch halt, was soll man sagen. So, jetzt könnt ihr natürlich mal ein bisschen schneller machen hier. Es geht mir alles ein bisschen zu langsam. Gut. Was ich euch aber noch zeigen möchte gleich im ersten Level, ist hier mal so ein Lagerhaus, ne? Können wir hier auch hinbauen. Dann ist das meistens nicht so weit und dann gibt es später noch so spezielle Tricks, dass man sagen könnte, so ich kann hier nämlich doppelt draufklicken, also einmal draufklicken, dann wird hier nichts mehr eingelagert und wenn ich doppelt draufklicke, dann wird es einfach ausgelagert. Das ist später manchmal ziemlich sinnvoll, wenn die Karten doppelt so groß sind und unser Hauptgegner bzw. Hauptarbeit dann irgendwo hier oben besteht, dann lagere ich einfach alles hier unten aus, dass es ins nächstbeste Lagerhaus kommt. Aber das werde ich euch dann auch noch alles zeigen, wenn es mal soweit ist. Gut, Kohlebergwerke laufen alle, die Eisenbergwerke ja, so halbwegs. Gut, Kohle und Eisen brauchen wir natürlich dafür, dass wir Werkzeuge oder Militärgebäude besetzt oder Schwerter im Nachhinein bauen können. Und natürlich fängt das damit an, hier mit einer Eisenschmelze, da wird erstmal alles Eisen eingeschmolzen und dann geht es weiter in die Schlosserei oder in die Schmiede, wo wir dann spezielle Sachen bauen können. Schmiede war, glaube ich, da steht ja auch da, Schwerter und Schilde und Schlosserei ist dann für die ganzen Werkzeuge. Wurde besetzt, wo ist denn das Tor? Da ist das Tor. Okay, ja, einfach eine Baracke weiter. Okay, hier können wir aber nochmal Geologen hin entsenden. Mal gucken, was wir hier haben. Ja, und dann gibt es natürlich noch jede Menge Statistiken hier unten. Ne? Spieltempo umschalten, das können wir auch manuell machen, wie ich es gerade schon mit V gemacht habe. Missionsziel und Status der anzeigen. Zweite Aufbruch. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Bauplätze anzeigen geht natürlich mit Space hier. Statistiken öffnen. Das ist manchmal in der Tat ziemlich gut. Wo wir das sehen können. Größere Region haben wir im Moment gerade. Hier können wir Anzahl der Gebäude machen. Anzahl der Siedler, Zustand der Wirtschaft, militärische Stärke. Militärische Stärke wird später sehr wichtig. Werde ich aber auch dann genaues zu erklären, wenn es soweit kommt. Hergestellte Münzen, Produktivität, besiegte Soldaten etc. pp. So, dann haben wir hier noch die Waren, die wir anzeigen lassen können in unserem Inventar. Die Leute, die wir haben. Alle Gebäude, die wir haben. Und das Schiffsregister. Das wird aber erst sehr viel später wichtig. Gut, dann baut doch mal die Baracke da schön weiter, damit wir schnell aus diesem ersten Level entfliehen können. So, was ich euch aber eigentlich noch zeigen wollte ist, wenn wir kleine Gebäude haben, die bestehen ja meistens aus Holz und so, minimal Stein, die können einfach immer gebaut werden. Und wenn ich jetzt hier ein größeres Gebäude baue, zum Beispiel einen Bauernhof, was ich hier machen kann, dann muss der in der Regel erstmal begradigt werden. Und das versuche ich euch jetzt nochmal zu zeigen. Okay, während hier der nächste Gefreite hochgestopft kommt, müsste hier, genau, ein Pionier kommen. Können wir jetzt erstmal gucken. Hier, der gräbt jetzt erstmal alles um, dass es ziemlich plan wird. Und erst dann kann gebaut werden. Und nebenbei haben wir ja gerade noch gesehen, wie der Jäger so jagt und erstmal so einen schönen Schinken jetzt unter dem Arm hat. So, seht ihr? Jetzt sieht es ziemlich plan aus. Jetzt kann erst weiter gebaut werden. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir überhaupt hier rankommen, ne? So, eine Baracke hier hin und eine Baracke dahin. Denn ich weiß nicht so ganz genau, von welcher Seite wir an das Tor kommen. Aber das werden wir gleich sehen. So, und auch da unser Lagerhaus schon fertig ist, ist es auch jetzt schon ziemlich sinnvoll, durchaus mal hier alles auszulagern und das einfach mal da hochzuschicken.
So, genauso wie die Gefreiten kann ich jetzt auch einfach mal auslagern. Und dann gehen die hier hoch ins Lagerhaus und sind näher daran, wo wir sie haben wollen. Gut, was ich gerade noch gesehen habe, ihr seht hier, manche Wege werden zu Steinwegen automatisch. Das heißt einfach nur, dass sie viel benutzt sind. Und dass dann da sogar schon Esel aushelfen können und auch werden. Und dafür, damit man sowas garantieren kann, ist später eine Eselzucht wichtig. Aber die benutze ich eigentlich wirklich eher selten. Ich bin dann immer so derjenige, der hier nochmal 25 Zwischenwege baut. Das geht nicht, das geht auch nicht, das müsste aber noch gehen hier. Genau, damit wirklich alles gut ausgelastet ist und die Eselzucht dann vollkommen weglässt. Weil die Ressourcen dafür ja auch ein Bauernhof ist und der für wichtige Sachen gebraucht wird. So, aber hier geht's schon weiter, ne? Bauen, bauen, bauen. Militärgebäude, jetzt Barack Obama. Düdüm, Gebäude errichtet, Baracke. So Leute, macht mal schneller hier. Wir essen zeitig. Ah ja, und da war anscheinend schon, ja genau, Freiter war schon ausgelagert, das heißt, er ist ziemlich schnell hier oben. Was ziemlich cool ist. So, von hier kommen wir anscheinend nicht dran. Wenn ich das jetzt mal so richtig interpretiere. So, und während hier gebaut wird, muss ich mal ganz, ganz heimlich auf meine Sport-App gucken. Und schauen, wie es gerade bei Hamburger SV gegen Freiburg. Nein, und Freiburg führt 1-0. Nein! Nicht gut für Hannover. Wie der eine oder andere weiß, bin ich natürlich Hannover-Fan, komischerweise, da ich auch aus Hannover komme. Und in Freiburg führt ist das nicht gut, da wir am letzten Spieltag gegen Freiburg spielen. Und ja, ne? Wenn die zu weit vor sind, können wir sie nicht hinter uns verfrachten, was ziemlich düster für uns sein kann, da wir im Moment gerade 17. sind. Totaler Scheiß. Na gut. Widmen wir uns wieder Siedler, ist für euch wahrscheinlich interessanter als meine Sorgen um Hannover 96. Wobei man ja sagen muss, das Level hier ist wahrscheinlich auch nicht gerade das anspruchsvollste. Von daher kann ich ruhig noch ein bisschen über Hannover 96 labern. Zum Beispiel, dass ich mir überlegt habe, da sie jetzt gerade so einen schönen Ausverkauf haben, das Trikot nur für 25 Euro anstatt für 60, 65, 70 oder sogar theoretisch mit Beflockung. Ob ich mir da nicht mal eins zulege. Aber eigentlich haben sie nicht verdient. Muss ich ja mal so ganz dreist sagen. Gut. Ihr könnt da jetzt hier drüben sogar eine Baracke bauen. Das heißt, ich muss jetzt mal. Jetzt kommt nicht was Spezielles. Ich baue hier eine. Ich setze hier eine Fahne und hier eine Fahne. Und jetzt kann ich eine Wasserstraße bauen. So, nach einigen Tagen fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die Insel, auf der wir gestrandet waren, befand sich unweit unseres Heimatortes. Diesen Ort mieden wir Römer sonst aufgrund seiner Ungastlichkeit und der katastrophalen Wetterbedingungen. Aber irgendetwas war hier anders. Während in Rom die Unwetter wüteten, entfaltete sich dieser kleine Ort zu einer Oase, in der man recht gutes Auskommen hatte. Das ist richtig. Trotzdem wollen wir hier weg, dachte ich. Oh, nee, keine Fahnen. Die Fahnen wollen wir abreißen. Eine Baracke wollen wir hier bauen. Ich denke, dann werden wir auf jeden Fall auch von unten dran kommen. Denn ich glaube, man kann zwar Waren über eine Wasserstraße transportieren, aber keine Menschen. Ich glaube, so war mir. Von daher ist die Idee zwar gar nicht so schlecht, aber wenn hier keine Menschen hinkommen, kein Baumeister und so, dann kann man auch keine Berge bauen. Ne? Dumm gelaufen. Also fangen wir wieder von unten an. So. Holz für die Menschheit. Also. Nee, Holz für die Römer. Bringt das Holz. Ich dachte, es braucht nur eins. Gucken wir doch mal nach. Nein, es braucht zwei Holz. Dann gibt es natürlich noch hier verschiedene Arten von Militärgebäuden. In die Baracke
können zwei Leute rein und es passt eine Goldmünze rein. Dann zum Beispiel in die Wachstube würden drei Leute reinpassen und, glaube ich, zwei Goldmünzen. Dann gibt es noch größere Militärgebäude, zum Beispiel den Wachturm. Da passen, glaube ich, genau, sechs Soldaten rein, steht hier doch da unten. Und drei Goldmünzen. Und hier passen bis zu neun Soldaten rein. Das wird dann später auch das Mittel der Wahl. Zum einen zum Kämpfen und zum anderen, um die Leute aufzuwerten. Denn eine Goldmünze wertet nämlich quasi einmal in der Reihe alles auf. Das heißt, wenn wir ein... Welche Taste war das? Ich weiß es nicht. Dann machen wir es manuell. Das heißt, wenn wir jetzt einen Offizier haben und von jedem einen anderen, dann wird der Offizier mit einer Goldmünze zum General, der Unteroffizier zum Offizier, der Obergefreiter zum Unteroffizier und der Gefreiter zum Obergefreiten. Deswegen einfach die Festung, weil es einfach am meisten bringt. In jeder Hinsicht im Übrigen. Außer es geht nicht, weil irgendwie Werke im Weg sind, dass wir nur hier ein mittleres Gebäude bauen können. Dann ist natürlich der Wachturm das Richtige. Und dann gibt es natürlich noch diese schönen Gebäude hier, diese Katapulte, ne? Die werden später auch ziemlich wichtig. Da braucht man aber jede Menge Stein. Das ist dann so das Problem. Da wären dann auch vielleicht wieder Granitbergwerke wichtig. Aber auch dazu dann später, wenn es dazu kommt. Wahrscheinlich sogar schon in Level 2, muss ich ja zugeben. Denn wie ihr dann feststellen werdet, ich bin ja eher so der defensive Kämpfer, nicht gerade offensiv drauf. Von daher verteidige ich mich, bis die Gegnerstärke minimal ist und dann wird einfach platt gemacht. Klappt in der Regel auch ganz gut. So, weiter geht's. Das Holz ist da. Und dann müssten wir das nach der Baracke eventuell auch schon geschafft haben. Yeehaw! Okay, durch das Auslagern produzieren wir hier gerade so mal so einen richtig schönen Stau. Denn ab hier scheinen nämlich unsere Eselvorräte ziemlich in die Knie gegangen zu sein. Das heißt, jetzt würde es sich wieder anbieten, hier mal einen Außenweg zu bauen. Oder hier noch einen Außenweg. Und hier noch den nächsten Weg und so. Gebäude errichtet, Baracke. So, jetzt. Wo ist er denn? Verfolgen wir hier mal unseren Gefreiten. Auf dem Weg zur Baracke. Aber ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Dafür, dass es einfach ein HD-Remaster ist und von 2008 ist. Tada! Mission gewonnen. Auf der Suche nach mehr fruchtbarem Land stießen unsere Kundschafter auf zwei mysteriöse Tore mit einer Inschrift aus koptischen Schriftzeichen. Wie hätten wir uns die Blöße geben können, unverrichteter Dinge zu unseren hoffenden Landsleuten heimzukehren? So traten wir also durch eines der Tore und begannen eine Reise, die uns weiter wegbrachte, als wir uns je vorstellen konnten. Ja, aber wir haben das erste Level geschafft. Haha, und außerdem, wo sind ja eigentlich zwei Tore? Ich weiß es nicht. Gut, Leute. Und damit hätten wir das Einführungslevel ja auch schon geschafft. Und dann geht's in der nächsten Folge einfach mit der Level 2 weiter. Mal bei Die Siedler 2, die nächste Generation. Und mir, CJ von Ulje Gaming. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es ein klein wenig gefallen. Und ihr könnt dann einfach direkt im nächsten Level weitermachen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.